Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Projekt ohne Namen. Sky Factory Ripoff. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Kommt ja einen Tag später immerhin. Und wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar versuchen wir einen Bucket zu bekommen. Fuck, ich habe eine Schere gemacht und keinen Eimer. Gib den Eimer her. Ich hab's da gesehen, wie du ihn, mehr oder weniger gesehen, wie du den assembled hast. So, dann fangen wir jetzt mal an mit der Farm, oder? So, ich kann jetzt auch den Crucible machen, fällt mir gerade ein, weil wir haben jetzt endlich Bone Meal. Komm schon, noch ein. Ja. What should I do it then? Aber ich brauchte nur 7. Ups. Naja, aber trotzdem hätte ich noch dran. Versuch mal irgendwie Cobblestone zu bekommen. Ich soll diesen Dirt direkt durchziehen. Ja. Ja. Und dann gib mir einfach Cobblestone. Ich glaube, ich brauche 4 oder so oder 10. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Gib mir mal die kleinen Stone Fragments. Ah, ich brauche noch ein Stone Fragment. Vielleicht noch eins rumliegen. Okay, das dauert noch ein bisschen, aber haben wir ja kein Problem. So, im Crucible müssen wir immer nur ganz viele Dings reinpacken. Kobbel. Nein, da ist schon genug drin, das dauert nicht mehr lang. Guck doch mal drauf. Da sind jetzt 1000. Ah, guck mal hier, ich habe einen. Ein Bucket of Lava. Na, und jetzt der große Moment. Trommelwirbel. It works! Wir haben einen Cobble-Generator. So, oder? Bist du gerade... Mach einen Wasserstream irgendwie. Oh mein. Keine Ahnung, mach das wieder weg. Mach mit dem Eimer irgendwie das weg. Ich hab keinen Eimer, du hast den Eimer. Ja, mach es auf. Mach es einfach auf. Ist doch nicht so schwierig. Du hast eine Pickaxe oder so. Mach das Wasser auf. Danke. Das läuft doch. Ich wusste nicht, was du wolltest. Mein Gott, Alter. Junge. Oh, Alter. Du Lappen. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt so AFK wie Flo. Tolles Steam-Projekt. So, bisschen abgesichert. Ich habe einen Raum geschaffen. Das Wasser ist weg. Es fließt nur in eine verdammte Richtung. Nein! Bist schon wieder runtergefallen. Viel besser. Du hast die Lava kaputt gemacht, das Wasser kaputt gemacht. Die Lava, das Wasser wäre egal gewesen. Ja, dann tu doch rein. Nicht dein Ernst! Oh, zum Glück habe ich es noch hingesetzt bekommen. Holt mich das nicht auf? Ich glaube, ich sterbe deswegen. Moment mal. Ich hatte das Wasser hingesetzt. Das einzige Problem ist, das Wasser ist genauso schnell weggeflossen, wie... Ja, holt mich das nicht ein? Sieht wohl nicht so aus. Das wusste ich jetzt aber auch nicht. Easy, ich hab's geschafft. Jetzt, wo Josef weg ist, hab ich's geschafft. Okay. Also haben den Cobblestone Generator. Er funktioniert. Alle sind weg. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder. Goodbye.